Wo kommt der denn auf einmal her? Der Frosch in Uniform, der war gerade noch nicht da. Der hat auch geredet vorhin. Erstaunlich. Guten Tag, Herr Frosch. Na, wenn das nicht der vielversprechende junge Baumläufer Jerry ist, von dem alle Welt spricht. Du hast nicht zufällig gerade einen Feuerzaubergriff bereit, oder? Das bin ich. Aber leider bin ich noch mitten in der Ausbildung. Gerüchte verbreiten sich hier schnell. Ich hoffe, dir ist klar, dass ich mit dem Feuerzauber nur Spaß gemacht habe. Mein Fahrrad ist nämlich aus einer Streichholzschachtel gebaut. Die brennen wie Zunder. Ach so, ich wollte gerade sagen, ich wünschte, ich hätte wirklich einen Feuerzauber dabei, aber das wäre vielleicht keine so gute Idee. Bist du Plato, der Briefträger? Ja, wenn die Pakete heute nicht ankommen, bin ich wohl wieder nur Plato, der Frosch. Ich hätte gedacht, Plato, der Postfrosch, aber Briefträger ist auch okay. Vor allem hat er schöne Pakete dabei. Dein Fahrrad steckt echt im Eis fest, hm? Ich denke, das Eis wird morgen geschmolzen sein. Das bringt mir aber nichts. Wenn ich die Pakete heute nicht austrage, habe ich bald keinen Job mehr. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Ich meine, wer ist denn der Arbeitgeber? Der muss doch sehen, dass es, der muss ihm noch Arbeitsmaterial. Salz wäre super, um das Eis schmelzen zu lassen. Kriegen wir irgendwo Salz her? Hat der Arbeitgeber vielleicht Salz für solche Notfälle? Ach so, das habe ich ja schon gefragt. Dein Fahrrad. Ich denke, das anders. Wenn ich. Ja, 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 ja. Tschüss. Viel Glück, Plato. Bis bald. Danke. So ein Unglück. Ich wollte doch heute Abend mit Anja ausgehen. Oh, der arme Plato. Plato, der Briefträger, kann Einladungen für dich verschicken, aber sein Fahrrad ist festgefroren. Das ist natürlich doof. Wir brauchen Salz eigentlich. Wo wir das herkriegen, weiß ich nicht. Platos Post. Sind das deine Pakete und Briefe? Nein, aber ich bin für sie verantwortlich. Aber jetzt ist mein Rad hier stecken geblieben und ich bekomme es nicht frei. Das heißt, ich kann die Post nicht verteilen. So spät war ich mit meiner Runde noch nie dran. Soll ich die Post vielleicht für dich austragen? Du willst die Postsendungen wirklich für mich ausliefern? Klar. Ich laufe hier sowieso schon den ganzen Tag hin und her. Damit würdest du mir wirklich helfen. Dann kann ich auf mein Rad aufpassen. Weißt du, meine empfindlichen Froschfüße sind besser zum Fahrradfahren geeignet als zum Wandern auf Waldwegen. Kein Problem. Die Post ist schon so gut wie ausgetragen. Obwohl der Frosch natürlich schneller herumspringen kann, als wir das jemals könnten. So, Werbung. Achso, das war die hier. Okay, dann gehe ich nochmal ganz kurz Waldweg. Ich gucke mir mal ganz kurz diese Werbung hier. Ach, Werbezettel für Violinkurse. Der Virtuose Maxim Mauserkopf residiert zurzeit in Mauswald und ist höchst selbst bereit, einen, aber nur einen hochbegabten Schüler die Kunst des Violinespielens zu lehren. Interessenten bitte melden. Schade, dass ich so unmusikalisch bin. Wäre das nicht was für die kleine Brillenschlange? So, Waldweg diesseits des Baches. Da gehen wir mal ganz kurz lang und gucken. Wir müssen zwar noch Post austragen, aber Schaden kann es ja nicht. Ach, hier sind wir jetzt. Ach so. Unförmiger Stein und hier ist noch ein Schild. Unförmiger Stein mit Muster. Was ist das denn für ein Stein? Ein unförmiger Stein. Sitzt ganz fest. Mit Muster. Keine Ahnung, was das ist. Ein unförmiger Stein mit Muster. Steht doch dran. Lies doch mal unten auf dem Bildschirm, Junge. Nur ein hohler Baumstumpf. Nichts drin. Aber ich höre ein Pfeifen. Der Wind weht durch den hohlen Stamm und seufzt und pfeift. Das klingt fast wie eine Melodie. Das Orgelspiel des Windes. Der Atem des Waldes. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Bin ich etwa auch ein Dichter? Dichtermagier Jerry Haselnuss. Goethe war Dichter. YOLO YOLO. Nee, können wir da vielleicht eine Melodie pfeifen mit dem Ding hier? Die behalte ich. Ja, du sollst ja nicht wegschmeißen. Ich wollte nur gucken, ob man eine Melodie machen kann. Oder vielleicht mit einem Flaschenhals. Aber Flaschen sind für uns natürlich viel zu groß. Es sei denn natürlich, die haben selber Flaschen. Was sind das denn hier? Zuckerrüben, ne? Oder Rüben generell? Ich weiß es nicht.
Na gut, wir gehen mal wieder zurück. Und dann verteilen wir erstmal die Post. Da wissen wir wenigstens, was wir machen können. Den alten Stiefel. Der ist aber riesig. Der riecht ganz schön ledrig. Wer den wohl verloren hat? Ein Mensch, so wie du. So, wir nehmen mal die Abkürzung in Richtung Doppelklick. Unser Freund ist leider gar nicht mehr da. Wanderweg Richtung Mauswald. Jetzt müssen wir mal gucken, vielleicht können wir die Violinwerbung bei Anja abgeben. Die ist doch Babysitter von dem kleinen Hochbegabten. Und da können wir vielleicht auch Bescheid sagen wegen dem Herrn Postfrosch. Extravagant. Ja. Komm mal ran. Hallo. Willkommen zurück. Hallo, Frau Hasenkeks. Ich hätte hier, guck mal, vielleicht ist da was für den kleinen Steppke. Eine wunderbare Idee. Ist es? Ja, genau das Richtige für den kleinen Humbert. Dann kann er zusammen mit Plato Violine spielen. Ich werde ihm ganz bald davon erzählen. Na, Hauptsache, der freut sich. So, habe ich denn Post für dich? An die liebreizende Stimme von Welle 103.5. Ah, okay. Der Brief sieht seltsam aus. Er ist an Senor Molena adressiert. Absender ist M. Calavera, Reiseberater. Okay. Dieses Paket ist an Fräulein Edith Eichhorn adressiert. Als Absender steht hier Siegerhörnchen-Boutique. Die steht da gleich draußen. Und hier? An Herrn Kirchenmaus Senior. Ah. Ich frag mich, was da drin ist. Das weiß ich nicht. Was wollte ich denn noch machen mit der... Nicht weggehen, nicht weggehen. Ihr nicht weggehen. Wollte ich noch irgendwas von ihr? Ich wollte ihr ja noch die Sumpfdotterblume geben, falls sie uns dann Kraut draus machen kann in der Apotheke oder so. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Extravagant. Ja. Du aber auch. Vielen Dank. So. Komm mal rangerutscht, Mädchen. Guck mal hier, was kannst du damit anfangen? Kann ich interessant. Der alte Uni hätte sich darüber gefreut. Ja, und... Du hast ja alles durcheinander gebracht. Oh... Wer könnte ihr schon lange böse sein? Ach, die Ursula. Komm, dann nehmen wir mal die Hagebutten. Hagebutten sind cool. Okay, mit denen kann man nichts machen. Dann gehen wir erstmal wieder weg. Was wollte ich denn? Wollte ich denn nur die Werbung geben? Guck mal, hier ist dein Paket. Superhörnchen-Handtasche? Ja. Wir bekommen sicher alle Lust, mich ins Theater einzuladen. Nein. Vielen Dank. Hier hast du etwas Trinkgeld. Danke schön. Jetzt kannst du dir auch etwas Schickes kaufen. Aber einen schicken Hut hast du ja schon. Oh. Ach, du bist ja niedlich. Die Edith, weißt du? Und ich muss ja noch den Moderatorenbrief abgeben, natürlich. Das darf ich nicht vergessen. Das war der parfümierte Brief. Der geht an unseren Freund hier. Zustellung an Herrn Gräber. Ha, das ist mein erster Fanbrief. Sehr geehrter Herr Gräber, ich höre schon seit langem immer Ihre Sendung und... wundervoll rauchige Stimme, intellektuelle Beiträge, Käsekuchen... Hui. Fanbrief? Na, aber was für ein Fan... Als Dank für deine Auslieferung gebe ich dir ein kleines Werbegeschenk. Nimm diesen wundervollen Becher und sage mit Stolz: Ich höre Welle Sumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen, Maulwurf am Mittag und Maulwurf am Abend. Vielen Dank. Maulwurf erinnert mich immer an Star Trek. Hals Maulwurf. Oh Gott, Entschuldigung. Da muss ich gerade irgendwie... Na egal. So, wir haben einen Becher mit Aufdruck. Ach, guck mal hier, der hat sogar RSS-Feed. Das ist ganz gut. Oder Wi-Fi, je nachdem. Und wir holen uns mal Kaffee. Einmal heißer Kaffee. Ja, nimm. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Aber das ist Kaffee Haag. So, auf jeden Fall mit dem Kaffee Haag gehen wir mal ganz kurz
Ja, gehen wir mal ganz kurz hier zum Partygast, weil der hat ja... Der will ja, der braucht ja, der ist ja. Da gehen wir mal. Ich gebe ihm was von meinem Kaffee an. Ich bin wach. Ich bin dir so dankbar. Nimm das. Ist das nicht Jan Müller-Michaelis? So. Du hast eine Quartettkarte gefunden. Um deine Sammlung anzusehen, öffne das Inventar, Spielmenü und klicke auf Bonussammlung. Das machen wir gleich mal. Ohne dich wäre ich noch zu spät zur Arbeit gekommen. Ich... Ja. Eindeutig Jan. Ganz klar. Im Homeoffice quasi. Ich würde mal sagen, jetzt haben wir hier den Laubtaler. Da können wir uns dann bei dem Dingens was kaufen. Werbegeschenk, was war das? War die Tasse? Die ist jetzt leer und wir haben eine Quartettkarte. Ach ja, die wollten wir ja angucken. Ursula, du hast ja alles durcheinander gebracht. Oh, wer könnte hier schon lange böse sein? Ist aber süß, dass sie das Inventar einfach durcheinander bringt. Einfach so als Spielgimmick, das finde ich schon niedlich. So, Bonussammlung. Da gucken wir uns mal die Quartettkarten an. Hier, Quartett. Sammelkarten. Eieiei. Oh, wir haben eine von... Alter, da haben wir noch ein bisschen was vor uns, Freunde. Eins von vier. Zwei von vier. Ah. Ein Fest der Freude steht bevor. Oh, ist das schön. Und die Musik mag ich auch. Ist das hier der große Zaroff? Ich muss zugeben, bei Zaroff hatte ich mir den irgendwie böse vorgestellt. Das wollte ich vorhin ja nicht sagen. Oder ich weiß nicht, ob das in dieser oder letzter Folge war, keine Ahnung. Den hatte ich mir irgendwie böse vorgestellt. Ich weiß nicht warum, weil der überall auftaucht, aber doch nicht. Nur Hinweise darauf und alles irgendwie den Bach runtergeht. Also, haha, den Wald- und Wiesenbach geht es ja runter. Und der sieht aber, oder ist der böse? Ich weiß nicht, ich kann das nicht deuten. Lassen wir uns überraschen, wir werden es herausfinden. So. Die Ursula müssen wir eigentlich auch abgeben. Die wird doch bestimmt schon vermisst. Eingang zum Rathaus. Hallo Freunde, vermisst ihr nicht die Ursula? Na, Grünschnabel. Na? Weißt du, warum Bienen summen? Mm-mm. Bitte, keine Witze. Ich habe Kopfschmerzen. Uhu. Ich will jetzt wissen, warum Bienen summen. Manu. So, Konrad, vermisst du vielleicht deine Tochter irgendwie? Wenn es deine Tochter ist, ich glaube ja. Wir mussten unsere Vorräte gänzlich neu anlegen. Während schon ja. Seit ein paar Monaten ja. Diese Krähe fast und uhu. Ja. Eine sehr. Ja, das wussten wir bereits, aber ich weiß nicht, ob du es wusstest. Hier ist Ursula. Ich habe ihre Nichte gefunden. Die kleine Ursula? Uhu. Eine Krähe hat sie angegriffen. Uhu. Wie geht es ihr? Sag schon. Uhu. Sie ist wohl auf. Oh. Ich habe die Krähe vertrieben. Angeber. Die Feder zeigt mir, dass du die Wahrheit sagst. Ich danke dir, Jerry. Du bist ein wahrer Baumläufer. So nennen wir Tiere, die anderen in Not beistehen. Uhu. Gute Arbeit, Jerry. Ich bin stolz auf dich. Ach, das war doch nichts Besonderes. Juhu, wir kriegen eine Auszeichnung, die da besagt. Ach hier, gucke mal. Führe eine glückliche Familie wieder. Oh, niedlich. Voll süß. Hier, wie sie auch schläft da, die Ursula. Sie schläft. Ja. Tapferes kleines Mädchen. Oh. Naja, hat ja auch viel, hat sich auch angestrengt, unser Inventar durcheinander zu würfeln. Da muss man abends natürlich schlafen gehen, wenn es schon abends ist. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Kurz nach Mittag. Okay, da geht ja einiges.